natürlich beflügelt sich das gegenseitig, dass mein Buchhändlerleben sowie auch das Bloggen. Das ist eine tolle Synergie, sowieso die ganze Blogger-Szene ist eigentlich eine sehr sympathische Welt, in der ich mich eigentlich sehr wohlfühle. Es sind einfach tolle Menschen, tolle Gespräche, die man dort führen kann und treffen darf. Und durch meine Arbeit mit der Materie Buchliteratur lag es mir einfach immer sehr nahe, dass ich Lesespaß verbreiten wollte. Und dass ich das tun kann, macht mich glücklich und froh. Und das beflügelt sich dahingehend natürlich, weil ich natürlich vom Buchverkauf lebe. Und da ich das mit Begeisterung machen möchte und nicht nur eine Ladentour öffnen möchte, sondern das auch überall zeigen will, möchte und ja auch darf, ist das natürlich eine tolle Synergie. Was ich auch schon eingehend gesagt hatte, dass ich mit Lesestoff natürlich gut versorgt bin als Buchhändler. Das ist die eine Synergie. Die andere ist natürlich, dass ich dadurch auch ein bisschen Aufmerksamkeit auf mich natürlich schaffen kann und darf, auf mein Ladengeschäft vielleicht auch. Aber auch vorrangig will ich ja den Lesespaß verbreiten, dass ich einfach sage, ein richtiges Buch in die Hand zu halten, darin abzutauchen. Und es gibt ja da die zwei Möglichkeiten. Entweder macht man Realitätsflucht oder man möchte einfach mehr verstehen über die Realität. Und das schafft die Literatur immer auf großartige Weise. Und so bin ich froh, dass ich viele tolle Leseschätze bisher lesen durfte und auch schon Menschen näher bringen durfte.